Guten Tag, meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn. Vor einigen Jahren haben amerikanische Wissenschaftler sich ein ganz heftiges Experiment ausgedacht. Man wollte emotionalen Prozessen auf die Spur kommen, und zwar positiven. Es ist relativ leicht, das Gehirn abzubilden, wenn es irgendwas Schreckliches verarbeitet, weil schreckliche Dinge, die hinterlassen, richtig dicke Spuren im Gehirn und auch dicke Aktivierungsmuster. Aber wenn Sie sich freuen, wenn was Schönes passiert, dann ins Gehirn zu schauen und dann zu gucken, wo ist denn das und was passiert da genau, das war schwierig. Das hat man vor 10 Jahren noch versucht und hat es nicht geschafft. Die Amerikaner, ich kenne sie, weil ich da auch gearbeitet habe mal eine Weile, die kamen dann auf eine ganz heftige Idee. Sie sagten, wir wollen wirklich einen Holzhammer des Glücksgefühls, wenn Sie so wollen, verwenden. Was haben die gemacht? Die haben sich Kokainsüchtige im Entzug geschnappt, hätte ich beinahe gesagt, und haben diese Kokainsüchtigen im Kokainentzug in den Scanner gelegt. Also in eine Maschine, die Bilder vom Gehirn macht, und zwar in dem Fall von der Gehirnfunktion. Jetzt ging man her und hat dann, als die Patienten im Scanner lagen, ihnen entweder, und zwar hier in die Vene hinein, Kokain gespritzt oder Kochsalz. Nun, wenn man einem Kokainsüchtigen im Entzug Kochsalz spritzt, passiert nicht viel. Wenn Sie ihm aber Kokain injizieren, dann gibt es für ihn nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Tolleres, keine größeren Glücksgefühle, denn er hat ja gerade den Entzug erlebt. Das heißt, es war für ihn gerade nicht mehr angenehm und hat dem Suchtstoff, wenn Sie so wollen, entgegengefiebert. Er hat also ein großes Glücksgefühl im Scanner. Und jetzt machen Sie 2 Bilder. Sie machen ein Bild unter Kochsalz vom Gehirn, wo was los ist, und Sie machen ein anderes Bild unter Kokain, wo was los ist. Und dann ziehen Sie die beiden Bilder voneinander ab. Und zwar Punkt für Punkt. Dafür braucht man natürlich Computer, denn das sind heftige Berechnungen. Was aber dabei rauskommt, ist spannend. Und was in dem Fall dabei rauskam, das sehen Sie hier. Sie sehen, dass hier 2 Bereiche im Gehirn an sind. Das ist ein Gehirnschnitt, etwa so durch das Gehirn durch. Und Sie sehen hier, dass 2 Bereiche aktiviert sind, und zwar aktiviert sind durch das Kokain. Es ist jetzt gar nicht so wichtig, wie das Ding heißt. Man spricht vom ventralen Striatum, man nennt es auch Nucleus Accumbens. Es ist vielmehr wichtig, sich zu fragen, was soll das eigentlich? Haben wir dieses Stückchen Gehirn, um kokainsüchtig zu werden? Man könnte es fast meinen, denn weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Stückchen Gehirn immer aktiviert ist, wenn es um Sucht geht. Wenn es um Suchtprobleme geht, ist es ganz wichtig, dass immer wieder die gleichen Gehirnbereiche aktiv sind, sogar wenn es um nicht stoffgebundene Suchten geht. Das heißt zum Beispiel bei Spielsucht oder wenn Sie ganz viel Geld gewinnen oder so ähnliche Dinge passieren, auch dann ist dieses Ding aktiv. Man kann sich fragen, wofür ist das Ding eigentlich gut? Wirklich nur, damit wir Menschen süchtig werden können? Kaum zu erwarten. Aber wofür ist es dann gut? Nun, auf dem nächsten Bild ist ein ziemlich kompliziertes Schaubild. Bitte erschrecken Sie nicht. Es ist eigentlich nämlich ganz einfach. Es zeigt uns Folgendes. Unser Gehirn macht hier hinten einen Stoff. Ziemlich tief im Gehirn sitzen so kleine Nervenzellhaufen. Und die machen einen Stoff, der heißt Dopamin. Und der hat ganz unterschiedliche Funktionen. Wenn zum Beispiel hier Dopamin gemacht wird, dann geht das hierher und dann ist das gut für Bewegungen, für flüssige Bewegungen. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann haben Sie es vielleicht schon mal gesehen, dann können die Patienten sich nicht mehr flüssig bewegen. Man spricht dann von der Parkinson'schen Krankheit. Es gibt hier Dopamin. Das ist für Hormonregulation zuständig. Da sorgt zum Beispiel dieser Stoff für die Regulation vom Milchfluss. Ist aber für Sucht oder für Denken oder für Bewerten nicht wichtig. Es gibt aber noch ein System, und das sehen Sie hier. Und von hier geht es entweder zu diesem Stückchen, und das haben wir eben schon gesehen. Das war genau das, was eben bei den Kokainsüchtigen so bunt war, was so unglaublich hell aktiv war. Und diese Nervenzellen aktivieren dieses hier. Und diese Nervenzellen, die dann aktiv sind, die wiederum schicken einen Botenstoff hier vorn hin, also hierher. Und dieser Botenstoff, den die machen und den die hier hinschicken,
Bei dem handelt es sich, und das weiß man auch noch nicht so lange, um vom Gehirn selbst hergestellte opiumähnliche Stoffe. Man spricht von endogenen Opioiden. Und wenn Ihr Gehirn selber Opium macht und tut's dahin, was macht das? Na, ganz einfach, das macht Spaß. Ihr Gehirn macht selber Spaß. Ja? Wenn es diese Nervenzellen ausschüttet und diese Nervenzellen aktiviert, schütten die einen Stoff Dopamin hier aus, die wiederum machen endogene Opioide und schütten sie da aus und das macht Spaß. Jetzt gibt es aber auch Nervenzellen, die sitzen auch hier und die gehen direkt mit dem Stoff Dopamin hierher. Was macht das? Auch das wissen wir. Das führt dazu, dass dieses Ding hier besser funktioniert. Das heißt, was immer Sie im Kopf gerade behalten und im Kopf gerade in Gedanken hin und her schieben, was Sie gerade bearbeiten, das tun Sie hier vorne mit dem sogenannten Frontalhirn. Und im Frontalhirn, da ist das Arbeitsgedächtnis, also zum Beispiel, Sie schauen eine Telefonnummer nach, Sie merken sich, und dann wählen Sie sie und merken sich und haben sie vergessen. Und dass Sie die Telefonnummer aber sich in dieser ganzen Zeit gemerkt haben, das haben Sie hier vorne gemacht. Was Sie jetzt gerade umtreibt, was jetzt gerade in Ihrem Kopf ist, was jetzt gerade zu dem gehört, was Ihr Geist bewerkstelligt, das tun Sie hier, also hier im Frontalhirn. Und was ist mit dem Frontalhirn, wenn diese Nervenzellen hier aktiv sind? Es funktioniert besser. Wir wissen heute, wann diese Nervenzellen aktiv werden, nämlich immer dann, wenn etwas passiert, was besser ist als erwartet. Wenn also etwas Gutes passiert, kann es sein, dass diese Dinge aktiv werden, aber am allerbesten ist es, es passiert etwas, das ist besser als gedacht, besser als erwartet. Und nochmal, was passiert in Ihrem Gehirn, wenn Ihnen etwas widerfährt, was besser ist als erwartet? Erstens, es macht Ihnen Spaß, denn Ihr Gehirn macht selber opiumähnliche Stoffe und tut sie hierhin. Zweitens, dieses Stückchen Gehirn, was gerade die Dinge verarbeitet, funktioniert besser. Nun wissen wir, was dann passiert. Es passiert nämlich Folgendes, dass wenn ein Stückchen Gehirn besser funktioniert, und das Stückchen ist immerhin der ganze Frontallappen, dann werden mehr Impulse über mehr Nervenzellen laufen. Und wenn mehr Impulse über mehr Verbindungen laufen, über Nervenzellen, ändert sich das. Das heißt, es wird besser gelernt. Wenn also etwas Spaß macht, etwas besser ist als erwartet, dann wird gelernt. Und genau dafür ist dieses Ding, was wir eben gesehen haben, zuständig. Wir sehen also, dass wir Belohnendes, also Sie können sagen, unser körpereigenes, unser gehirneigenes Belohnungssystem, dass wir das für was ganz Bestimmtes ganz gut brauchen, nämlich um herauszufinden, wann wir etwas lernen sollen. Wir lernen keineswegs immer gleich gut. Wenn die Dinge langweilig sind, dann lernen wir nicht. Wir lernen auch manches unter Angst. Aber wir werden irgendwann später noch sehen, dass man dann damit nicht so viel anfangen kann, mit dem Sogelernten. Wenn man aber etwas mit Spaß lernt und wenn man sich etwas mit Spaß sozusagen dem zuwendet, ja, dann wird das, was da gerade los ist, das, was Spaß macht, ja, das wird besser verarbeitet und es wird besser gelernt. Und genau dafür haben wir dieses System. Woher wissen wir das so genau und wofür wissen wir, dass es bei Menschen tatsächlich genau so funktioniert? Und dafür gibt es Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie würden ganz gerne wissen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn Sie Schokolade essen. Und genau das haben englische Wissenschaftler vor etwa 2 Jahren mit einem sehr schönen Experiment versucht herauszubekommen. Sie haben zunächst mal Versuchspersonen gefragt, sagt man, mögt ihr Schokolade? Und diejenigen, die sich dann als richtige Chocoholics herausstellten, also die wirklich gerne Schokolade mochten, die waren die Versuchspersonen. Man hat denen gerade noch ein leichtes Frühstück gegönnt und das Experiment fand dann am Nachmittag statt. Die hatten also richtig Kohldampf. Und dann bekamen sie im Scanner ein Stück Schokolade zu lutschen. Und dann hat man wieder ein Bild vom Gehirn gemacht, während die ein Stück Schokolade gelutscht haben. Habe noch was gemacht. Man hat so eine Art kleinen Fragebogen, der bestand nur aus 2 Fragen. Nämlich, wie findet ihr die Schokolade? +10, wunderbar. -10, ich finde die Schokolade scheußlich. Und möchtet ihr noch ein Stück Schokolade? +10, ja, unbedingt, die Schokolade ist klasse. -10, mir wird's gleich schlecht, ich mag wirklich keine Schokolade mehr. So, und dann hat man das erste Bild des Gehirns, wo was los war im Gehirn, mit der Schokolade im Mund gemacht.
Und da die gerade Kohldampf hatten, war es wunderbar. Da war ganz viel los im Gehirn, und zwar da, wo Positives sozusagen im Gehirn verarbeitet wird. Dann war Pause. Und in der Pause mussten die Versuchspersonen so viel Schokolade essen, dass ihre Bewertung der Schokolade und ihr Wunsch, noch ein Stückchen zu essen, um 2 Punkte abgenommen hat. Und dann mussten sie sich wieder in den Scanner legen. Und dann ging es weiter, nämlich wieder ein Bild vom Gehirn, während sie ein kleines Stückchen Schokolade lutschen. Dann war wieder Pause. Und dann mussten sie wieder Schokolade essen. Und wieder so viel, dass die Bewertung der Schokolade und der Wunsch, ein Stückchen zu essen, wieder auf der Skala um 2 Punkte abgenommen hat. Und dann ging das noch 4 Mal. Da kann es gar nicht ausbleiben, dass es den Versuchspersonen am Ende des Experiments richtig schlecht war. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Da sehen wir nämlich, wie die Bewertung und die Motivation der Schokolade über die 7 Bilder, die gemacht wurden, ganz deutlich abgenommen hat. Sie sehen hier, das ging los bei über Punkt 8. Das heißt, den Leuten, die fanden die Schokolade am Anfang des Experiments ganz toll. Ja, Kunststück, die mochten gerne Schokolade und hatten gerade Hunger. Nun, dann haben sie 7 Mal immer wieder Schokolade essen müssen, und zwar ziemlich viel. Es wurden nebenbei mehr als 2 Tafeln Schokolade pro Versuchsperson verspeist in diesem Experiment. Und am Ende war es ihnen vor lauter Schokolade fast richtig schlecht. Der Witz an dem Experiment war nun folgender. Sie haben jetzt 7 Bilder für jede Versuchsperson, die im Scanner gemacht wurden, unter genau den gleichen Versuchsbedingungen. Genau den gleichen. Nämlich, sie liegen da drin, ganz ruhig, und lutschen ein Stück Schokolade. Was ändert sich aber? Nun, ihre Bewertung der Sache. Am Anfang war das ganz positiv und am Ende war es ganz negativ. Und jetzt können Sie diese 7 Bilder wieder so auswerten, dass Sie danach gucken, wo im Gehirn ändert sich etwas, genauso wie die Positivität sich ändert, nämlich mit der Zeit wird es immer negativer. Und das gucken wir uns jetzt an im nächsten Bild. Sie sehen hier Gehirnschnitte. Und zwar diese üblichen bunten Bilder, wo man also ein Gehirn anatomisch sieht, überlagert diesem Gehirn aber dann Bereiche, von denen man durch Berechnung herausgefunden hat, dass sich die Aktivität in diesen Bereichen im Lauf des Experiments geändert hat. Und das kann man hier sehr schön sehen. Hier sehen Sie also ein Stück vom Gehirn. Und jetzt beachten Sie hier die blauen Säulen. Das ist die Aktivität unter den 7 Scans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, links und rechts, das sind Kontrolluntersuchungen. Diese Aktivität unter den 7 Scans, wo Schokolade zu lutschen war, die sehen Sie hier, in diesem Ding hier. Ja? Und was Sie hier sehen, ist letztlich der Bereich, wo ich Ihnen eingangs gezeigt habe, diese Substanz Dopamin gemacht wird, wo also die Nervenzellen sitzen, die anfangs sagten, Mensch, das ist ja klasse, und die das immer weniger gesagt haben, weil die Schokolade immer weniger toll war. Wo geht das Ganze letztlich hin? Das sehen Sie hier unten. Ins Frontalhirn, das heißt hier vorne hin, hier unten, hier vorne. Da ist sozusagen das Erlebnis, oh Mensch, toll, da ist was. Da denke ich jetzt noch ein bisschen über die schöne Schokolade nach und so weiter. Gucken wir uns die Bilder nochmal im Einzelnen an. Da sehen wir ganz groß mal hier oben das Bild. Und Sie sehen nochmal hier sehr schön die Aktivität in dem Bereich, der tief unten drin sitzt und der mit Bewertung zu tun hat. Nächstes Bild, da sehen wir jetzt nochmal hier vorne diesen Bereich. Man spricht hier vom orbitofrontalen Kortex, also von einem Stück des Gehirns, das sitzt über dem Auge. Und das ist letztlich für Bewertungsüberlegungen, für Dinge, was ist gut und was ist schlecht, zuständig. Und natürlich, wenn ein Gehirn fürs Bewerten zuständig ist, entstehen da auch Spuren. Und diese Spuren haben letztlich dann eben mit Bewertungen zu tun. Und was daraus wird, das sehen wir demnächst.